Name ist Christian Johannet. Ich bewirtschafte den Remerhof in Tramin. Wir sind ein Obst- und Weinbaubetrieb im Nebenerwerb. Wir bauen auch Mais an, und zwar so eine alte lokale Maissorte. Das ist die Hochmachmaschine. Das ist auch auf dem Hof da schon gewesen. Dort tut man praktisch von Maiskolben die Kernen vor, also das lassen wir die Schürze übrig ist. Was sehr gemacht ist, nachher kann man die Kernen in der Mühle einwerfen und danach malen. Also da auf dem Remerhof ist all eine Mühle gewesen. Und die ist gebraucht geworden bis die 60er Jahre nachher. Danach hat man mit der Viehwirtschaft aufgehört, dann ist sie auf Seiten gekommen. Und in den 90er Jahren hat mein Onkel die Mühle mal wieder ausgezogen und dafür den Vordermann gebracht, um ein bisschen Reparaturen gemacht und geschaut, ob alles geht. Und nachher ist mir eigentlich die Idee gekommen, man kann wieder einen Mais anbauen für Eigengebrauch. Da hat man sich selber wieder Maismehl am Plain selber mahlen kann. Ein Verwandter von mir hat sein Leben lang eine lokale Maissorte hier in Traminer Unterland in der Talsfalle angebaut. Und der hat das gemacht bis 1995, und dann hat er das gelassen aus Altersgründen. Also 10 Kilo hat er noch gehabt von den Mais. Ich habe die 10 Kilo ausgesandt. Von den 10 Kilo sind 50, 60 Stauden aufgegangen zum guten Glück. So ist die Sorte erhalten geblieben. Und mit den paar Kolben, was ich geerntet habe, bin ich so drauf gestartet, auch nachher zu sahnen. So, wir haben den Mais anbaut für Eigengebrauch. In unserer eigenen Mühle da gemahlen. Und wie es halt ist, man verschenkt ein bisschen etwas. Und die Leute merken einen Unterschied zwischen einem herkömmlichen Blend. Logisch ist der Ertrag auch viel geringer, da machst du leider ein Viertel bis ein Drittel für die heutigen Maissorten, aber im Geschmack ist das noch etwas anderes. Aber. Und das ist so lange gegangen, bis 2015, wo wir noch gesagt haben, die Frau und die, jetzt machen wir es so lange, jetzt probieren wir es, jetzt machen wir das im Nebenerwerb. Nach dem Mahlvorgang haben wir das Polenta mal vakuumieren, weil durch das Vakuumieren hat man einfach eine optimale Haltbarkeit vom Produkt und auch die Frische bleibt erhalten. In der Zwischenzeit haben wir unsere Produktpalette erweitert. Wir bauen einen weißen Mais an, tun unseren harten Mais dazu. Und da sind unsere verschiedenen Verpackungen, Vakuumverpackt oder sonst haben wir auch in Glas verpackt als Geschenksidee.